Lass uns zocken, was wir kennen und lange lieben. Tauchen ab in virtuelle Welten, die Nintendo uns so bietet, wie mit Mario und Luigi am Jump'n'Run oder Mario Kart und Super Smash, und dadurch ging's so manche Abend lang. Meine Switch, PS5 und meine 3DS helfen zu vergessen, deshalb bin ich dann befreit vom Stress. Außer sollte man verlieren, doch wir sind Bros und haben manche Tricks auf Lager, und wir zocken rigoros, so wie ein freundschaftliches Bashing. Multiplayer spielen, dennoch lacht am Ende jeder, und es ist dann wie verziehen und in der Zeit. Scheint es uns auch gut zu gehen, denn Pokémon und Yu-Gi-Oh! Hat unsere Kinder schon geprägt. Wir sind Feuer und Flamme, und das seh nicht so wie Spyro, so kann ich mit Freude schreiben. Was uns so bereichert, und so kommt es dann auch vor, dass wir beide täglich spielen, und ärgerlich ist nur, wenn man bei FIFA daneben schießt. Heute ist mein Gamer Day, Gamer Day ist echt okay. Ich zock die Games, die ich mag, und hab heute mein Spaß. Denn heute ist mein Gamer Day, Gamer Day ist echt okay. Ich zock die Games, die ich mag, und hab heute mein Spaß. Heute ist mein Gamer Day, heute hab ich Spaß. Heute spielt die Spiele, die ich so mag. Tom bei der COD oder Counter-Strike. Hauptsache, es knallt und ich schrei. An Yoshi's Island oder Donkey Kong. Metal Gear Solid, wir kommen nie genug davon. Frau und Kind, das sind heute über Nacht weg. Also zock ich mal in der Runde Outbreak. Auf Pokémon kann man sehen, ist der Hit. Ich weiß genau, wo man die besten Pokémons kriegt. Roll das zu und Konsolen an. Heute zock ich bestimmt 80 Stunden lang. Zwischendurch eine Pizza bestellt, dann wieder in die virtuelle Welt mit Tony Hawks und meine Runde skaten. Danach entdecke ich bei Mass Effect neue Welten. Heute ist mein Gamer Day, Gamer Day ist echt okay. Ich zock die Games, die ich mag, und hab heute mein Spaß. Denn heute ist mein Gamer Day, Gamer Day ist echt okay. Ich zock die Games, die ich mag, und hab heute mein Spaß.